Ja, und hallo Zuschauerinnen und Zuschauer, willkommen zu einer weiteren Runde Let's Play Tomb Raider mit mir, Dolpina. Wir sind jetzt hier stehen geblieben, wo wir von dem Kloster entkommen konnten, wo uns dann zuletzt noch einer dieser Wächter, Dämonen, whatever they are, gejagt hat. Nein, das war das Falsche. Und wir sind nun hier in den Höhen der Berge, versuchen nun unseren Weg nach unten uns zu erarbeiten, und ich frage mich gerade, wie konnten die japanischen Truppen hier nach oben kommen und diese Barriere aufbauen? Nehme ich einfach mal nicht mit. Oh, badass. Oh, Cutscene. Oh Gott, das war knapp. Bist du da? Ich bin da, Sam. Alles okay? Was wollen die von mir, Lara? Mein Feuerritual? Das will's nicht wissen. Das ist so krank. Hör zu, ich komme und hol dich. Ich werde dich da rausholen. Also. Lara. Ich verspreche es dir. Ich verspreche es dir, Sam. Hey, sie hat das Gerät. Scheiße. Sam! Sam! Lass sie in Ruhe, ihr verdammten Schweine! Lass sie sofort in Ruhe! Das hilft nicht. Wir müssen uns beeilen. Ja, wir brauchen einen Weg, ich weiß. Munition. Ich dachte gerade, das liegt ein Fokus auf Munition. Bevor wir uns aber rasch zur Rettung von Sam begeben, möchte ich mal kurz gucken, ob hier etwas Interessantes ist. Und ja, es ist etwas Interessantes. Abgesehen von Munitionskisten ist hier Erfahrungspunkte in der Box. Ein Tagebucheintrag. Es mangelt mir an nichts. Als Priesterin der Sonnenkönigin stehe ich am Hofe über allen anderen. Ich werde geschult in Sprachen, Etikette, Geschichte, Kriegsführung. Alles, was zum Herrschen vonnöten ist. Oh. Und die Königin ist wie eine Mutter zu mir. Warm, fürsorglich, liebend. Doch es fühlt sich falsch an, wie eine Art Schauspiel. Auch die anderen Priesterinnen sind beunruhigt. Einige fühlen dasselbe wie ich. Vielleicht sogar alle. Aber warum? Wovor haben wir Angst? Vielleicht vor dem Feuerritual, von dem er noch nichts weiß, aber wo er ahnt, dass es kommen wird? Nein, ich habe eine... Ah ja, stimmt, habe ich schon aufgeregt. Nein. Noch einer im Bergdorf, aber wo? Oh Gott, ich bin doch so eine Niete. Die Story ist schon jetzt entartet. Abstrahiert. Sie ist nicht komplett wiedergegeben. Oh, ich bin Archäologin. Das ist mein Job hier, den Weg freizuschießen mit der Drohnenflinte aus dem Zweiten Weltkrieg. Oh, ist das hier der richtige Weg überhaupt? Hier ist das Flugzeug! Ah! Ich bin hier. Da, wo das Flugzeug abgestürzt ist. Tada! Aber wisst ihr, bis ich das da hinten mit dem mal zwei Fackeln hinbekommen hätte, dann wäre die Ewigkeit vergangen. Aber sowas von. Ist hier was Brauchbares? Munition für meinen Sturmgewehr, was ich aber nicht habe. Oder einfach nur Gewehr. Mensch, jetzt regt mich auf. Ich reg mich darüber meistens eher auf, dass ich Sturmgewehr statt Gewehr sage und so weiter und so. Ein Tagebucheintrag. Also folge ich noch hier hin. Und setze mich neben das Buch. Ausrüstung haben wir nichts. Alles klar, schnelle Reise möchte ich gerade nicht. Da ist eine Kiste mit Erfahrungspunkten. Und das lese ich mir jetzt auch mal durch. Baby? Ich weiß nicht, wo ich anfangen soll, also sag ich's einfach rundheraus. Alicia ist von dir. Vielleicht wusstest du es schon, aber da ich nun wieder auf der Endurance angeheuert habe, kann ich es dir nicht länger verschweigen. Du musst verstehen, dass ich dich nie aus ihrem Leben ausschließen wollte. Aber ich kenne dich, Ross. Ich weiß, wie du lebst und was du willst. Sesshaft zu sein und ein Kind großzuziehen, gehört nicht dazu. Vielleicht habe ich's vergeigt. Vielleicht hätte ich dir eine Wahl lassen sollen. Stattdessen habe ich entschieden. Ich dachte, es wäre das Beste. Nach der Expedition sollten wir uns mal über die Zukunft unterhalten. Denk einfach mal ein bisschen darüber nach. Okay? Krass. Ich frage mich gerade. Ich überlege gerade, von wem der Brief ist. Ich... Bestimmt von seiner Frau, oder? Ich meine, aber da wäre sie auch auf der Endurance und... ich weiß es nicht. Aha. Kind.
Aber was macht dieser Brief hier? Hier oben, beim Flugzeug? Ach cool. Da fehlt doch was. Ja, okay. Okay, mich interessiert die aus dem Kriegszeit ein bisschen mehr. Ja, da kommt dann halt der Historiker mehr raus, der sich dann doch lieber mit diesem Thema beschäftigt. Aber Mittelalter und so ist auch nicht falsch. Was da alles für Schrott drin ist und sie macht daraus alles Mögliche. Ach, schau an, noch mehr Schrott. Oh. Ja, das Fallen. Danke. Danke. Der ist wieder hier oben. Ne, sieht nicht so aus, wo ich eigentlich sein sollte. Aber ich komme an Bergungsgoten. Dafür kann ich in Zukunft sehr viel gebrauchen. Bin ich mir sicher. Allein schon für die Fackel und so. Ja, Fackel für die Schrotflinte und all die Sachen, die ich schon bekommen habe. Gewehr. Die Schrotflinte kann ich noch ausbauen. Und ich bekomme noch mehr Modifikationen dazu. Für den Bogen habe ich auch wieder eine gefunden. Und wir sind nun wieder etwas höher. Aber wo muss ich jetzt eigentlich hin? Komm ich da rüber? Oh. 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 Gott sei Dank. Ich hatte schon wieder die falsche Taste und dann geht's steil bergab. Nein, hoch. Oh. Ich wollte gerade wirklich Hochstelltaste drücken, aber das wäre falsch gewesen. Oh, oh, sie laufen weg. Hier bin ich falsch. Moment, warte, wo bin ich jetzt? Wo muss ich hin? Ja, Ort unbekannt. Ich suche. Hä? Also, wo muss ich jetzt genau hin? Ich stehe dort. Und ich muss. Nach. What the? Ernsthaft? Ja, Ort unbekannt. Wow, aber. Where the hell do I need to go now? I lost it. Shit. Vielleicht finde ich auf dem Weg bis dort. Ich mache einfach mal jetzt da den Wegpunkt und vielleicht finde ich ja aufgrund dessen etwas. Irgendwie darüber. Vielleicht hilft mir das hier irgendwie weiter, dass ich wieder einen Anhaltspunkt finde. Meine Güte! Danke. Oh, das ist verdammt schnell. Ah! Schau an, ich konnte abbremsen. Okay, hier war ich also noch nicht. Naja, hier ist noch weiter eine Unfallstelle. Schon. 65, das lohnt sich, aber wie? Hat sich sehr gelohnt, die aufzustemmen. Aber ob es sich gelohnt hat, hier hinunterzugehen. Ich kann hier fast überall drauflaufen. Das ist furchtbar. Deshalb mache ich auch Sandkastenspiele nicht. Wenn ihr euch jetzt fragt, was sind Sandkastenspiele? Das sind in der Regel solche Spiele wie Minecraft oder Garry's Mod. Ich habe nichts gegen die Spiele, aber ich bin dann überfordert mit dem, was ich machen kann, weil es einfach so viel ist. Man kann dann so viel machen und da steht einfach davor und denkt mir, was machst du zuerst? Was machst du überhaupt? Das ist für mich die größte Herausforderung mit solchen Spielen. Father Messias will set us free. Fear the damn demons. Auf dem Holztisch. Ausgetrockneten Holztisch gelegt. Jemand hat sich dieses Foto oft angesehen. Es wurde häufig zusammen und auseinandergefaltet. Von japanischen Soldaten, würde ich mal sagen, ha? Huh? Er kehrte nie nach Hause zurück. Diese Insel hat so viele Leben gefordert. Gott.
erst darüber nachdenkt, dass sie vielleicht eine Frau, die Frau eines Soldaten war. Das zieht mich jetzt schon ein Stück weit runter. Oh, ich hatte letztens. Ein bisschen off-topic von hier. Ich habe mir den Film Prisoners of War angesehen. Oder halt auch My Way, heißt er auch. Den hat irgendwie viele Namen. Wir Filme haben manchmal echt viele Namen. Und da war eine Szene, ich möchte jetzt nicht spoilern für diejenigen, die diesen Film sehen möchten. Aber es war eine Szene da, wo die aus dem Gefängnis ausbrechen, rauskommen. Und ich wirklich flatten musste. Also nicht aus dem Gefängnis, aus dem Gefangenenlager, wurde ja gesagt. Und ich musste echt flennen. Und auch später, wo die dann halt in der Sowjetunion waren. Ah, es war so emotional für mich. Also ich bin irgendwie mittlerweile auf da angelangt, wo ich Filme sehr emotional finde. Und warum komme ich da nicht rüber? Rätsel gelöst. Wo Filme wirklich sehr an. Wenn sie gut sind, wenn es natürlich jetzt richtig miese Filme sind, dann kommt er nicht so rüber. Aber jetzt Filme mittlerweile, wo da wirklich Emotionen überkommen werden sollen, die kommen mir mittlerweile richtig gut an. Ich feiere solche Filme jedes Mal, wenn ich sie sehe. Aber nun wieder zurück zum Spiel. Tut mir leid, dass ich da kurz daran war, aber ich da irgendwie gerade dran gedacht. Boah, ich weiß jetzt schon, wie ich dieses Part nennen werde. Bergungsgut ohne Ende oder irgendwie sowas. Ja, cool, ich glaube, diesen Film kann man auch Sandbefieber nennen. Ja, ich bin wieder hier. Da, wo ich angefangen habe, vom Weg abzudriften. Richtig, ja. Schauen an, jetzt sind wir endlich wieder richtig. Das war wirklich richtig, richtig. Das ist die Fahne. Ich dachte, was ist das? Was sind das für Schritte? Oh, ich hatte, oh Gott, abbremsen müssen. Ich weiß nicht. Headshot. Wide in your face. Schon. Aha, seht ihr, da kommt die Teile langsam zusammen. Wenn da jetzt eine Fuck reingegangen wäre, das wäre explosiv gewesen. Ich hab die. Ich hab wieder Tennis schießen müssen. Aber. Nein. Die ist durch den Berg geglitscht. Sei deine Leiche getränkt in Benzin. Ich soll da echt was reinschmeißen, das soll jetzt echt die Verschwendung. Lauer. Nein, 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 nein. Oh nein. Sie hängt fest. Oh! Sie hing da gerade echt fest. Und was haben wir das jetzt gebracht, außer der Explosion? Nichts. Wow. Wurde. Come out. Shit. Ha, you missed. Oh. Ah, oh, weißt du was? Noch einmal verfluchte Scheiße! Oh nein! Oh nein! Ich hab direkt den Badass rausheben lassen sollen. Nichts! Mit Feuer schmeißt, muss mit den Konsequenzen leben. Dann meine ich euch, nicht mich. Na komm. Oh yeah! Komm her!
Ernsthaft? Heiliger. Jetzt habe ich so viel Munition verloren. War gar nicht meine Absicht. Aber ja, was will man machen? Nein, nicht entfackeln. Entzünden. Entfackeln. Neues Wort. Neben Salatik und Entfackeln und jetzt entfackeln. Ich entfackel dich. Ah, und du dich hat's Feuer erledigt, ha? Ich hätte darauf schießen können. Mal gucken, was auf mich zukommt. Oh. Das wirkt jetzt nicht allzu... Außenrum geht nicht. Ich muss rüber. Ja, aber wie? Muss ich das Fässer mitnehmen oder wofür waren jetzt die Fässer da? Ah, ich kann nochmal hoch. Interessant. Oh wow, ich finde hier noch nichts. Gut, ich muss also durch. Und von der Zeit her habe ich noch Zeit. Ich probiere es einfach mal. Oh! Eieieiei. Ah! Nein, bitte! Mach keinen! Okay, vorsichtig. Ist also ganz vorsichtig vorgehen. Oh je. Ja, ist klar. Genau wenn ich komme, bricht er weg. Ernsthaft. Hey, er fährt ein japanisches Flugzeug. Ach du Scheiße. Ah! Ach du Kacke. Ich muss da links. Oh Gott. Ich muss da links. Warum läuft denn der Rotor noch? Wirklich, warum? Ich sehe ja kaum was. Oh, war das richtig? Das klingt schnell. Es klingt. Oh Gott. Oh je. Ein Key 49 Bomber. Voll. Oh nein. Oh Gott! Oh nein! Oh! Oh je! Oh nein! Oh nein! Oh nein! Oh! Das wird ja immer schlimmer! Oh! Habt ihr, oh, habt ihr das gesehen? Heiliger! Ah! Ich muss von den Bäumen fernbleiben. Na, nicht schon wieder. Vielleicht habe ich jetzt Höhenvorteil, wenn ich das direkt... Natürlich nicht, nein. Natürlich ist kein Höhenvorteil. Oh Gott. Jetzt weiß ich, warum es so gefährlich ist mit den... Oh, 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 nicht schon wieder. Ernsthaft? Ich bin durch den Baumstamm geglitscht und dann... Ach, cool. Echt cool. Durch den Baumstamm nochmal durch, damit ich in dem Ast aufgespießt werde. Das da jetzt... Oh Gott. Nein, nicht schon... Oh, komm, Mann. Ernsthaft. Ja, das habe ich kapiert. Oh je. Oh nein. Oh nein. Oh je. Oh je. Hier durch. Schnell. Lewa, mach keinen Mist. Oh! Von den... Nein! Weil von den Essen! Ich gehe zur Seite! Warum fliegst du nicht da, wo ich es gerne hätte? Ah, es ist frei. Hilfe! Hilfe! Schneidet doch nicht davon ab, wenn das... Oh! Zum Glück nicht aufgespießt worden. Oh ja.
Das ist schmerzhaft. Aber wie? Gott, wir wurden zweimal aufgespießt. Hallo, Lara. Das ist jetzt schon das... Keine Ahnung, wie viel Mal das irgendwo unterstürzt und höllische Schmerz erleben musst. Durchleben musst. Ich glaube, deine Pistole glitscht durch den Holster. Ach, ich dachte, das Rote, das wäre ein Mensch. Der Palast ist ganz nah. Weil wir ganz nah am Palast sind. Suchen Sie nach erster Hilfe. Ich würde es eigentlich am liebsten sagen, das mache ich im nächsten Part, aber ich mache es noch schnell. Da wird es halt ein längerer Part, wo ich meine eigene Regel... Oh, ernsthaft. Oh, komm schon, bitte. Oh. Noch mehr, viel mehr. Vielleicht sind Vorräte an Bord. Bist du da hinten? Komm, hallo? Offene Wunden, durchsuchen Sie den Rettungshubschrauber. Ja, ach nein. Das, was ich vorhabe. Eins von drei, habe ich ja vorhin schon gemacht. So, ein Gefangener hat sich in der Werkstatt versteckt. Der Somalier nimmt ihn sich gerade vor. Was ist mit dem anderen? Ja, wir müssen leider. Okay, nehmen wir uns den Kopf an. Oh nein. Weg da aus dem Strauch. Muss echt da durch. Der Gestank. Zum Glück kann ich das nicht richten. Zurück muss ich nicht durch diese Hölle. Oh. Der alte Mann. Jetzt ich weiß nicht, wovon Sie sprechen. Bitte. Du Nüt. Ich weiß, du bist mit ihm getürmt. Bitte. Ich weiß. Nein. Ich muss dich zum Himmel helfen. Sag an. Bleib hier. Oh. Oh Gott. Was zur Hölle. Ach du Scheiße. Was zum Teufel ist da drin los? Der Somalier, der ist total durchgedreht. Schon wieder? Irgendwas von dem alten Mann? Nein, er ist ein harter Hund. Aber er kommt nicht weit. Was ist mit den anderen? Wir haben sie in die Höhlen gesperrt. Ich versteh's nicht. Warum lässt Vater Matthias sie am Leben? Wegen des Mädchens. Sie wollten sie retten. Matthias will sie vielleicht als Druckmittel einsetzen. Schatzdamm. Ich hoffe, sie ist die eine. Wir haben so lange gewartet. Bald wissen wir es. Die Zeremonie ist bei Sonnenuntergang. Also ist es bei. Also ich kann auf jeden Fall schon mal keine Feuergefechte aushalten, weil sie jetzt schon ziemlich angeschlagen ist. Ich möchte das eigentlich auch verhindern. Oh Gott, all die Leichen. Opportunist! LOL! Nein. Ich hätte aber nicht mit einem Achievement gerechnet. Vor allem auch nicht, weil ich es im Offline-Modus spiele. Weil mein Internet abgekackt ist. Wow! Wenn ihr das Video seht, ist das wahrscheinlich eh schon längst behoben. Das tut weh. Okay, geht nicht. Okay, okay. Kann ich verstehen. Okay. Okay. Ist nicht schlimm. Für dich wieder, aber. Für dich ist es schlimm, ja. Für mich nicht so. Ich brauch Hilfe! Oh nein! No! Wo war denn der jetzt? Hey! No! Ich will eigentlich das Gewehr haben. Ich sehe eine kleine Ich weiß nicht woher. Komm schon! Ich weiß, dass du hier bist! Das haben wir dann auch erledigt. Na komm! Boah, die haben mich zwei Ladungen mit Schrot verpassen müssen. Das war vielleicht ein Schock. Oh Gott, stinkt das hier. Das muss erbärmlich stinken. All die verrottenden Leichen. Ich will nicht jetzt den Part abbrechen, aber halt beenden, aber... Oh Gott, sie leidet. So sehr. Nichts. So, habt ihr davon.
Lass mich einfach so einen verdammten Hubschrauber. Mann, schieß nicht auf Frauen. Mensch, sollen sie schießen zuerst? Höchstens. Warum ist nach dem ausgerechnet? Wenn es immer so einfach wäre, ha? Huh? Oh Gott, wir haben es geschafft. Endlich ist ein Hubschrauber. Hoffentlich ist da was. Hoffentlich. Ja! Genau dann. Morphium? Schmerzmittel? Schmerzmittel? Scheiße! Shit. Klebeband? Ui, ein Feuerzeug. Aber das hilft uns jetzt leider nicht gegen die Wunden. Oh! Oh! Heilige Scheiß, das wird... Oh nein. Oh nein. Oh nein, ich kann nicht hinsehen. Ich kann... Ah! Gott sei Dank, es wird nicht gezeigt. Was muss die da durchmachen? Also wenn ich jetzt sehe, was sie alles in diesem Spiel schon durchgemacht hat. Das ist jetzt erst der 12. Part, oder 13. Part. Aber was sie schon alles durchgemacht hat, durchmachen hat müssen. Dann kann ich vollends verstehen, wie Lara Croft zu der... zu dieser knallharten Frau wird in den Filmen oder in den anderen Spielen, die davor, die halt chronologisch davor, danach sind. Dass sie dann wirklich diese harte, knallharte Faust, die mit beiden Pistolen da alles über den Haufen schießt, dass sie dann zu dieser Frau wurde, das kann ich mehr als verstehen jetzt. Feuerpfeile! Wow. Endlich! Feuerpfeile! Da zuvor noch davon gesprochen. Roth, hörst du mich? Roth? Lara, bist du okay? Ja. Du klingst aber nicht so. Es geht mir gut, Roth. Wo bist du jetzt? In einer Art Barackensiedlung in der Nähe des Palastes. Ich steig immer noch den Berg runter. Wieso warst du so schnell? Lange Geschichte. Ich kann die Siedlung von hier sehen. Bist du bei dem großen Tor? Ich gehe darauf zu. Die Outsiderin! Scheiße. Warum muss das so ausgerechnet sein? Ich will den Part beenden. Nein! Halt, stopp! Ja, jetzt ist genug. Ich beende diesen Fall an dieser Stelle, das wird mir echt so lang. Ich habe jetzt schon fast 10 Minuten extra draufgelegt. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, es verzeiht mir bitte, dass ich das an der Stelle beende, aber ich brauche eine Pause, ja. Ich brauche eine Pause und das Video ist mir noch zu lange. Ich danke euch fürs Zuschauen. Danke, dass ihr bis zu dieser Stelle noch durchgehalten habt mit mir. Und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Part wieder, wenn es wieder heißt Let's Play Tomb Raider mit mir, Daipina. Bis zum nächsten Mal und tschüss.